Hallo, guten Tag. Ja, ich bin Ivan Heda, Ihr Reiseleiter auf Lombok. Ich bin im Süden gerade in einem Hotel, heißt Selong Selo. Ein wunderschönes Hotel. Und jetzt, oder heute ist Donnerstag, der, weiß es nicht mehr, 6. oder 7. Ja? Ich glaube 7. Und wir werden heute eine Fahrt machen nach Westen. Ja? Also das heißt, von hier aus dann geht es dann nach Westen. Ich bin eigentlich im Süden, ja? Das ist ja nicht weit von Kuta aus. Und wir werden eine Schnorchelfahrt machen. Ja? Wir haben verabredet, um 8 Uhr, also zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr zu treffen. Ja? Es ist aber sehr früh. Ich bin ja früher losgefahren, also ich bin hier von Osten her nach Süden gefahren. Es hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert. Ich musste sehr früh losfahren von zu Hause. Und ich hoffe, dass alles gut läuft. Ja. Und Bonner, das ist ja, ich bin jetzt noch im Auto. Das ist ja auch schon jetzt Lobby, der Eingang. Und ein wunderschönes Wetter. Ich werde mal schnell gleich gucken. Ja. Also das ist ja Lobby von Selong Selo. Und ich darf Ihnen auch ein bisschen zeigen. Also ein schöner Garten. Hat auch schon eine wunderschöne Lage, Zimmer. Auch da, die sind ja die vielen. Ja. Das ist mein Auto. Hat ja ein deutsches Kennzeichen. Und ja, es war auch schon schöne Dinge da und ich bin jetzt gerade hier oben. Ja, ist ein wunderschöner Blick. Ja, ich bin jetzt zum ersten Mal hier da. Das ist ja Selong Blanak Strand jetzt. Ne? Also ist ein schöner Blick von hier oben. Und ja, sehe ich mal, das ist das Restaurant. Gerade Lobby. Hallo. Saya mau jemput tamu. Ya. Ya. Tamunya Anita sama Harat. Ya. Janjinya sih. Udah inform tamunya. Ya. Ditunggu ya, Pak. Tanya dekat kok. Oke. Okay. Ya. Boleh lihat-lihat ya, sedikit baru ya, pertama kali ke sini. Makasih ya. Ya, so eine freundliche Rezeptionistin, ja. Das ist wunderschön, ja. Also ich bin jetzt zum ersten Mal hier da. Das musst du ja auch ein bisschen auf, also merken. Also das ist eine schöne Ecke. Das Hotel heißt Selong Blanak, ja. Hat auch schon einen Pool dort, ja. Also mit dem Blick von Reisfeldern. Und wir sehen dort drüben am Meer auch schon die Boote. Da machen wir oft auch schon mit Touristen Surfen. Also da lernt man auch ein Surfen, ja. Das ist eine wunderschöne Ecke, ja. Also hier ist das Restaurant. Ich gucke gerade hier rum, ja. Ich werde mal schauen, ob ich Video drehen darf, ja, mit den Gästen. Ja, ich werde die dann mal fragen. Ja. Ja. Boleh lihat-lihat dulu, Pak. Ah, das ist sehr ruhig, ja. Ist auch schon eine Villa gerade im Bau dort, ne? Bei Selong Selo. Aber das kann ich schon immer empfehlen, ja. Ist eine wunderschöne Ecke. Sehr schön. Ja, wir werden mal schauen. Ja. Also ich warte noch. Ja. Es wird auch schon ein bisschen dauern. Thank you.
euch dann drauf haben. Ja. Ja, wir sind jetzt zum ersten Mal nach der Pandemie hier da auf der Insel Nanggu, ja, und ist leer bis auf Anita und Harald. Ja. Genau. Und unser bester Reiseleiter. Ja. Er hat extra für uns heute hier das Sorobas-Fahrrad bestellt. Und Idi hat auch jetzt die ersten Gäste. Ja. Idi, ja. Das ist schön. Ganz leer. Oh, das ist unsere Insel für uns alleine jetzt, ne? Wir sind jetzt auf Nanggu. Das ist ganz leer. Wir sind die Einzige mit Anita und Harald dort. Ja. Und auch dazu noch der Bootsführer. Und Nanggu ist ganz leer. Ist ein schönes Wetter. Ich hoffe, dass die Korallen nach 2 Jahren ohne Tourismus sich schon ein bisschen erholt, ja, haben, ja, und dass die dann auch schon schöner sind jetzt, ja, sich dann auch gut aufgewachsen, ja, ist ganz leer, ne? Ja, ich hier jetzt noch, ja, also mit Anita und Harald, ja. Und, ja, die sind ja noch da. Da ist auch ein Hotel in Nanggu. Ist leer, keine Gäste. Unser nächster Stopp auch zum Schwimmen, zum Schnorcheln nochmal, ja. Die Insel heißt Gris. Wir sind jetzt auf Gili Gris, ja. Das ist eine kleine Insel. Dass wir dann vielleicht nur 15 Minuten brauchen, um zu runden. Ja. Weißsandstrand, es ist leer. Diese Insel wird oft in der normalen Zeit auch sehr viel besucht. Ja. Aber jetzt ist es dann ganz leer. Der Bootsführer hat mir erzählt, ja, dass es überhaupt seit 2 Jahren jetzt überhaupt kein Tourismus gibt. Ja. Spaziergang rund um die Insel. Harald ist auch da und schaukeln, ja. Die 2 Schaukeln sind auch da. Ja, das ist die Insel hier, Gris, ja? Die Gris-Insel. Und es ist leer. Ich bin jetzt auch seit Corona-Zeit zum ersten Mal hier da, seit 2 Jahren. Und das ist traurig, ja? Dass die Einheimischen überhaupt jetzt keinen Verdienst mehr haben seit 2 Jahren. Ja. Hoffentlich in die Zukunft, ja. Jetzt ist April, in diesem April, Anfang April oder Mitte April, dass
Touristen zu uns wieder kommen. Ja? Besonders ich selbst, ja, ich bin ja von deutschen Touristen so sehr abhängig. Ja? Und ich hoffe, dass die deutschen Touristen zu uns wieder kommen. Ja? Nochmal die Insel. Das Wasser ist flach, ja? Hier kann man schön schwimmen. Das Wasser ist flach, ja? Ja, genau. Nee, das nicht zum, da ist ja nicht zum Schnorcheln. Zum Schnorcheln ist auf der anderen Seite, ja? Zum Schnorcheln ist auf der anderen Seite, aber zum Schwimmen ist es wunderschön hier, ja? Ja. Also nur flaches Wasser. Das ist schon ein schönes Blick. Aber es ist wie auf dem Malediven. Oh ja. Ist das gleiche. Mhm. Hast du auch für das Island. Jede Flasche war aus Glas. Die wurde abgewaschen. Mhm. Limonade, Bier, wieder. Wein wurde wieder verwendet. Du hast alles, wenn du in den Supermarkt gegangen bist, dann musstest du eine Büchse mitbringen. Ja, ja. Eine Aluminiumbüchse, da hast du dein Fleisch und deine Wurst reinbekommen. Mhm. Die musstest du aber mitbringen. Ja, ja. Keine Tüte und Plastik und wie heute. Ich würde das alles weg. Wozu? Ja. Ja? Es wird so viel weggeworfen. Deine Tochter, jetzt 12, überleg mal, lass sie 70 Jahre alt. Wenn das so weiter geht, wo ist es überlebt? Ja. Ja, Herr, komm, guck mal, die kommen ja, die sollen uns fragen, ja. Die sollen uns fragen, ja. Das ist unsere Insel, ja. Sie sollen uns fragen, dass sie dann hier wieder hier kommen dürfen, ja. Wir sind jetzt in einem Hotel, heißt Nirvana. Das ist ein Zimmer von dem Hotel, liegt ja genau vor dem Strand. Man kann direkt ins Wasser da reinspringen, ja. Das ist ja das Meerwasser. Man kann da auch schon ein bisschen hier schnorcheln. Da sind auch schon die anderen Zimmer. Aber das ist ja jetzt leer. Und dieses Hotel liegt hier auf Nangu. Ja. Man kann auch schon einen schönen Spaziergang hier machen. Ja. Ja, wunderschöne Ecke, nur es ist halt jetzt leer, also gibt es keine
Touristen, ja, seit dem Anfang der Pandemie hier. Ja, Sie sehen, es ist leer, nichts los. Sind wir am Wasserfall von Langstoffel. Ja. Gestern waren wir schnorcheln. Ja. Ja, da ist ja schon Wasser, immer Wasser da. Ja. Ja, laut Informationen von den örtlichen Guides, ja, unsere Begleiter, ja. Wir sind auch schon wieder die ersten Touristen im Ort. Ja. Nichts los, ja. So traurig ist der Tourismus geworden wegen Pandemie. Ja. Und natürlich jetzt freuen sie sich auch schon ein bisschen drauf, dass die Touristen wieder kommen. Ja. Und die lächeln uns an schon, ja, als Zeichen, dass sie dann auch schon immer Touristen jetzt erwarten. Und dass sie auch schon schneller zu uns kommen. In dem Regenwald, ja, wir sind in dem Regenwald von, also am Fuß von Rinjani. So, geht weiter zu dem zweiten Wasserfall und wir machen eine kleine Wanderung durch den Regenwald. Also ist ja kein richtiger Regenwald, aber da ist schon eine Plantage von Kaffee, Kakao, Bananen. Ja. Da, dort drüben ist schon der Regenwald, so ein dichter Regenwald. Das kann man ja gut von hier aus sehen. Wir sind am Fuß von Mount Rinjani. Ja. Da hört man auch schon ein bisschen die Geräusche vom Wasserfall, da wir werden runtergehen dort. Ja. Erstmal wandern wir jetzt hier durch den Regenwald. Ja. Auch schon ein großer Baum. Ja. Das ist jetzt hier der Gunanglambu Wasserfall, der zweite Wasserfall. Wir haben ca. eine halbe Stunde gebraucht, hier zu laufen. Da sind auch schon, welche da Touristen. Ja, jetzt, der Harald fährt, ja, weil ich müde bin. Genau, ja, Ablösung. Ablösung. Er uns so einschläft. Mal, ja. Ja, das ist auch schon als Beifahrer hier zu sitzen. Ja. Aber ich fühle mich ein bisschen komisch jetzt, ja. Warum? Warum fühlst du dich komisch?
Okay, das ist ja... Ich bin hier zum Fahren geboren. Ja. Das ist okay. Sehr gut, ja. Das stimmt allerdings. Da muss ich ja, das ist gut. Ja, ja. Unser Fahrer, ja? Ja. Der Driver. Ja, wenn du heute nach Hause kommst, dann kannst du sagen zu deiner Frau, du bist schön ausgeruht. Ja. Naja, er muss ja schon viel, viel näher aufstehen. In Tanjung An, das ist der schöne Strand in Tanjung An. Das ist eine schöne Ecke.